Während angesichts einer sich europaweit verschlechternden Infektionslage überall die Beschränkungen verschärft werden, geht auch in Österreich die Sorge um. Das Wiener Gesundheitsministerium dementierte aber Pläne für einen erneuten Lockdown, über den in den Medien bereits spekuliert wurde. Es sei aber möglich, dass es in den kommenden Tagen zu einer Verschärfung der landesweiten Maßnahmen bei Maskenpflicht und Veranstaltungen kommen werde. Eine Verlängerung der am 24. Oktober beginnenden einwöchigen Herbstferien sei im Bildungsministerium aber kein Thema. Bis Sonntag hat es in Österreich über 55.000 positive Covid-Tests gegeben. Österreich testet inzwischen intensiv und kreativ. An Drive-In-Stationen können sich aus dem Ausland Zurückkehrende kostenlos testen lassen. Grundsätzlich testen wir in Wien sehr viel. Wir haben allein heute über 8.000 Testungen gehabt. Und die Tendenz ist, dass das weiterhin auch so bleibt. Bei den Teststraßen haben wir rund 1.500 Personen, die sich täglich testen lassen. Und das ist auch ein ganz schöner Schnitt. Zusätzlich plant die Stadt Wien Testcontainer. Personen mit Symptomen, die sich aber nicht sicher sind, ob sie an Covid-19 oder einer Grippe erkrankt sind, sollen sich dort testen lassen können.